Sehr schön. So, aber ich denke mal, das sind nicht... Ja, genau. Das waren nicht alle Edelsteine, die da lange runtergefallen sind. So. Dann mal gucken, ob wir jetzt gleich alle haben. Was hat da geleuchtet? Achso, das sah nur so aus, als ob es geleuchtet hätte. Zehn. Einer fehlt uns, glaube ich. Na, wir quatschen erstmal mit ihm. Wow, was für eine Explosion. Zum Glück hatte ich meinen Helm auf. Ach ja, der Colonel wollte, dass ich dir diesen Talisman gebe, sobald du die Verteidigung der Windbauer durchbrochen hast. Gute Arbeit, Soldat. Die Stimme kam mir auch irgendwoher bekannt vor. So, Sparks. Ja, sagst du. Dann... Guck mal da mal hin. Ach, ich hab's mir gedacht, dass das hier ist. Da hinten. Ach, ich bin so dumm. Aber hier kann man auch hochklettern, das ist gut. Hallo? Dann hätten wir hier alles. Wunderbar. Können wir das Level beenden und dann haben wir, glaube ich, vorne in Herbstfeld alles erkundet und fertig gemacht und was nicht alles. Dann können wir jetzt nach Glut. Da habe ich ja eine Lust drauf. Ich hätte ja eigentlich Lust, einen Magma-Kegel zu machen. Aber nee, wir machen das der Reihenfolge nach. Nach Hause! Herbstliche Heimat, genau so heißt es. Nicht Herbstfeld, sondern herbstliche Heimat. Ja. So, oh, vier Stück gab es hier. Ist ja der Wahnsinn. Gut, dann geht es jetzt ab. Zu Glut. Ich weiß nicht mehr, wie es Level hieß. Irgendwas mit Schloss oder was? Oder. Ach, keine Ahnung. Da gab es aber, glaube ich, auch einen Könderpunkt, oder? Ja, die Palmen, ne? Was? Wüstenpalast. Ab. Ja, ab zum Wüstenpalast, würde ich sagen. Wir dürfen auch wieder mit Jäger die Freude haben. Und Affen. Also, die beiden sehen irgendwie anders aus. Ich hätte mir die anders vorgestellt. Okay, das sieht noch genauso aus. Und wir haben Fußspuren. Fußspuren? Okay, wir quatschen erstmal mit der. Hallo Spyro. Mein Bruder Händel und Ist wurden besiegt, um diese Burg zu sprengen. Aber diese fiesen Soldaten haben Händel erwischt und ich sitze hier fest. Wenn du die Türen öffnest, die den Weg versperren, kann es Händel suchen. Und dann beenden wir unsere super geheime Agentenmission. Ich finde es schön, dass sie das Klatschen in die Hände vertont haben. Also, dass man das hört, dass es in die Hände klatscht. Das Kind, das Gretel. Okay.
Okay, Nummer 1 hätten wir schon mal. Müssen wir jetzt nur dran denken, dass wir jede Palme einmal andotzen. Was war das denn? Das sah aus wie eine Armbrust. Kommen wir hier durch? Ach nee, Quatsch, wir müssen ja da oben hin und das... Was ist da zerbrochen? Wir müssen ja hier die Flaggen hochziehen. Da war ja was. Gut. Hier ein paar Edelsteinchen oder den Edelstein mitnehmen. Habe ich die angerempelt? Ich weiß es nicht. Okay, wir kriegen keine von denen. Ist auch okay. Okay, wir machen erst diese dumme Aufgabe hier oben. Die ist nämlich blöd. Hallo Jäger. Die Affen sind aus dem Avalazo ausgebüxt und ich soll sie einfangen. Aber sie bewerfen mich mit Kokosnüssen und das tut weh. Kannst du mir helfen? Ja, was krieg ich denn dafür? Toll. Stürme einfach gegen den Baum, bevor ich getroffen werde. Ich kann die fallenden Affen fangen. Mir nach! Hau die Affen aus den Bäumen. Okay. Wo gehst du denn hin, du Spinner? Ach komm, ey. Dein Ernst? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder rechts? Links oder... Okay. Danke, Spyro. Bitte nimm das hier. Das hatte einer der Affen dabei. Also, das war ganz schön doof. Das war... viel schwieriger damals. Die dotzen wir mal noch an. Hier sind noch Edelsteinchen. Die haben wir angedotzt. Die haben wir ange... die nicht. Da hängt einer dran, da hängt einer dran und da hängt auch einer dran. Und die haben wir am Anfang angedotzt. Gut, dann können wir jetzt hier weitermachen. Ein paar Edelsteinchen einsammeln, ein paar Gegner töten und so, ne? Gehen wir ja. So. Dann auf dem Weg nach oben zur Flagge. Oh, das ist so ein Ding. Okay. Hier auch noch das Superfeuer oder so. So, dann weiter zurück. Was heißt, warum soll ich zurück? Quatsch. Wir gehen natürlich weiter voran. Ja, genau. Greif du mich mal an, ist klar. Oh, da ist ja noch einer. So. Dann können wir jetzt, glaube ich, schon nach oben. Haben wir das schon angerempelt? Ich weiß es nicht.
Ist der Finger oben, wird man dich loben. So. Oh, ich bin in den Schuss reingelaufen. Und wie ich in den Schuss reingelaufen bin. So. Dann dürfen wir wieder die Flagge hissen. Habe ich noch Tee? Nein, mein Tee ist alle. Okay. Dann gehen wir jetzt erstmal außen rum. Das ist auch lustig. Irgendwie so eine grüne Plörre. Aber dann schön Blümchen da drin. So, dann machen wir mal Party hier. Wunderschön. Können wir alles schön einsammeln hier. Jetzt sind wir wieder am Anfang. Aber da gehen wir gleich nicht weiter, sondern wir gehen über die Brücke, die wir gerade gesehen haben. Hier, die hier nämlich. Natürlich. Natürlich. Hat zum Glück ist hier nochmal eine Schlange. Hier ist nix, dann können wir weitergehen. Und hier gibt es dann nochmal einige Gegner. Und Edelsteine natürlich. Und dann sind wir auch gleich schon am Ende. Schöne Animation mit dem Nachladen. Wir quatschen erstmal mit Gretel. Ne, Greta heißt sie, ne? Greta Van Fleet. Spyro, du bist ein toller Geheimagent. Jetzt können Händel und Is die Mission erfüllen. Nimm diesen Talisman. Ich hab ihn geklaut, als die Soldaten es aufgepasst haben. Ein Käferchen. Dann haben wir jetzt nur noch die Edelsteine hier oben liegen und vorne in diesem Ding da drin. Du quatschst noch nicht mit mir. Wir brauchen die Flaggen als Beweis, dass unsere Geheimmission erfolgreich war. Aber der Flaggenhüter klaut sie ständig. Wenn du ihn umhaust, kannst du sie zurückbringen. Mein geheimer Decoder-Ring sagt, dieses Power-Up-Dings wird dir helfen. 5 von 5 Sternen. Schieß den Flaggenhüter vom Flaggenmast. Kehre mit der Flagge zu Händel. Ist der echt Händel? Das ist ein komischer Name, Junge. Okay, dann bin ich mir jetzt relativ sicher, dass die Flaggen damals nicht rot waren, sondern weiß. Aber gut. Da bist du. Mit deiner Windel. Du willst diese Flagge, Drache? Dieses Bombenspiel kann ich auch spielen. Also los! Meide die Bomben des Flaggenhüters, gib Händel die Flagge zurück. Oh. Ha. Also gut. Ja, ja, ja. Der sieht mega gruselig aus, der Typ mit seinen weißen Augen, ne? Gucken, ob das noch genauso ist, wenn man langsam geht, dass es einfach mega easy ist. Ist an sich auch klar eigentlich. Man hat ja mehr Zeit zum Ausweichen. Uiuiui. Naja, schmeißt du die mal weg. Noch 2 Flaggen. Ja, beruhig dich mal.
Warum machst du das eigentlich nicht? Du kannst ja auch dieses Power-Ding nehmen. Blöd, Mann. Headshot. Oh, guck mal. Achso, die haben mir eben geschossen. 90. Das hört sich sehr nach an, als ob hier noch ein 10er liegen müsste. Oder 2 5er. Ja. Wunderbärchen. Immer noch hinter meinen Flaggen her? Ja. Wow. Mich besiegst du nicht, Drache. Also? Wow. Das war knapp. Der hat, glaube ich, immer so seine Checkpoints. Wenn man die dann quasi aktiviert und den schmeißen lässt und dann einfach wartet. So. Ich weiß ja nicht, in die gleiche Richtung. Ich weiß nicht. Also diese Ecke hier ist tödlich. Bald hast du es, Spyro. Nur noch eine Flagge. Okay, dann können wir schätze ich mal hier lang gehen. Hier hoch. Das Spyro sieht so, so cool aus, ne? Und dann ihm so. Dann müssen wir nicht den kompletten Weg zurücklaufen. Sehr praktisch. Meine letzte Flagge kriegst du nicht so leicht. Lila Beast. Lila Beast. Ich hab die ganzen Dinger vergessen, ne? Einfach, ich hab da nicht mehr dran gedacht. Wir machen den jetzt erstmal fertig und dann gucken wir nochmal wirklich, was hier der Könnerpunkt war. Dann gehen wir halt wahrscheinlich dann nochmal alle Palmen ab. Gut gemacht, Agent Spyro. Wie können wir dich nur belohnen? Wie wäre es mit dieser Kugel, die ich im Sand gefunden habe? Dankeschön. Gut. Und deswegen, ne, Edelsteine haben wir alle. Aber der Könnerpunkt. Alle Bäume. Ja. Da müssen wir noch gucken, stehen hier welche rum? Ich glaube nicht, ne? Ich bin mir jetzt auch nicht sicher, ob da... Es kann sein, dass hier oben noch was stand. Hier. Ach komm, ich bumse die jetzt alle nochmal an. Dann bumsen wir die hier oben nochmal alle an.
Also ich weiß, dass mir damals hat mir hier oben die eine, glaube ich, gefehlt. Ja, ist ja gut. Das ist wahrscheinlich die hier oben, die mir fehlt. Ja, da war sie. Gut, dann hätten wir auch den Köterpunkt, dann können wir jetzt nach Hause reisen. Und den Bruchhügel machen. Wuhu. So, und da ich weiß, dass das... Da ich weiß, dass das anscheinend immer noch nicht gefixt wurde mit dem Eskortieren, werde ich die Eskortiermission erst dann machen, wenn wir den Kopfstampfer haben. Weil sonst muss ich die doppelt machen. Und da die Eskortiermission, Mission sowieso mega scheiße ist, habe ich da keinen Bock drauf. Hoffentlich verständlich. Oder kommt jetzt erst noch... Nee, der Bruchhügel kommt jetzt direkt. So. Danach kommt nämlich der Magma-Kegel. Zerbrochene Hügel. Das wird spaßig. Nicht. Oh, oh Mann. Der ist super. Der Steinmensch, den mag ich. Einen Steinmenschen bauen. Hatte mir das jemand... Ich weiß jetzt nicht, ob es um den zweiten Teil oder um den dritten Teil ging. Mir hatte jemand geschrieben, wenn sich Titel wiederholen, das ist ja jetzt die Musik von, Götzenbach. Dass ich dann mal auf den originalen Soundtrack wechseln soll, weil da irgendwie wann was anderes ist oder was. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier schon war. Ja, so. Nö. Gut, dann wechseln wir natürlich. Kann auch sein, dass es im dritten Teil war. So. Also, erzähl mal. Hallo, Herr Drache. Für einen Vierbeiner bist du ganz hübsch. Ich würde dich gerne im Tempel rumführen. Aber ein paar gemeine Erdwürmer haben ihn in Stein eingeschlossen. Tatsächlich eine bessere Synchronstimme als im Original und die ist nicht mehr so zickig. Ah, Moment, hier gab es glaube ich alle Büsche, ne? Ne, 3 Runden mit der Superladung. Sonst nix? Okay, gut. Dann halt nicht. So, dann, ja. Spiel mal. Aber ganz schön animiert. Danke für die Rettung. Aber es sind noch mehr Satyren in Stein gefangen. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was tust du? Ich mag sein Gesicht überhaupt nicht. Das sieht so komisch aus.
Das sieht schön kuschelig hier drin aus. Das gefällt mir. Okay, den mag ich. Also die lebenden Büsche mag ich. Die sind super. Eieiei. Da bin ich ein bisschen erschrocken, du. Die sieht so ein bisschen aus, als ob der Angst vor mir hätte. So. Hier haben wir noch Edelsteine übersehen. Da gehen wir auch noch gerade hin. Ich finde das schön, dass sie Blümchen auf dem Rücken haben. Nein! Toll. Toll gemacht, Julia. Super. So, Edelsteinchen einsammeln. Ja, ich stehe hier oben, Junge. So. Ein Zehner. Okay, dann spielen wir.